Genau. Hallo zusammen. Hallo. Heute geht es mal um unseren Weihnachtsbaum. Ja, der steht jetzt schon seit ein paar Tagen hier bei uns in der Wohnung und wir dachten, heute ist mal ein perfekter Tag, um den zu schmücken. Wir haben auch schon hier so ein paar Sachen aus dem Keller hochgeholt. Man schafft es schon mal dabei, die Lichterkette zu entfriemeln. Und ja, ich würde sagen, wir nehmen euch dann einfach mal mit. Das ging jetzt ja mal richtig schnell. Ich dachte, mein Schatz braucht länger dafür, um die schöne lange Lichterkette zu entfriemeln. Ja. Oder was sagst du zur Verteidigung? Kennt ihr das, wenn da einfach mal ein riesen Knoten drin ist? Wie mein Wie in einem Hahn. Bist schon wieder fleißig am Posten, ne? So, jetzt schauen wir gleich mal hier in unsere Zauberkiste rein. Ist die noch von letzten Jahr aufgeräumt? Ich glaube ja, ne? Nee. Nee? Dann haben wir die aufgeräumt, wir haben die gar nicht Ach, wir haben die gar nicht aufgeräumt. aufgeräumt. Wir haben einfach nur alles reingeklatscht. Die Kiste ist einfach mal richtig genial. Die habe ich von meinen Eltern bekommen oder haben wir von meinen Eltern bekommen. Und ja, ich glaube, das überlasse ich meine Frau. Weißt du dann schon, wie viele Lichterketten wir dieses Jahr in den Baum machen? Ich habe nur zwei, also Ach, die Kerzen. maximal Die zwei. Kerzen lassen wir dieses Jahr weg, ne? Ja, die finde ich doof, weil dann hat man diese weißen Stiele, die hier so da hochstehen. Ja. Dann hast du mehr weiße Stängel in dem Ja. Tannenbaum drin als irgendwas Wir können ja anderes. mal echte Kerzen da reinstellen. Nee, lieber nicht, ne? Ist das überhaupt noch erlaubt? Erlaubt das bestimmt. Echt? Wenn ihr was anderes wisst, könnt ihr das gerne mal in die Kommentare schreiben. Aber ich glaube, das ist wegen der Brandgefahr, glaube ich, nicht so cool. Die Kette ist auf jeden Fall richtig lang. Wir haben auf jeden Fall noch eine zweite hier in der Kiste. Ich hoffe, die funktioniert auch noch. Und ja, ich habe gerade erstmal den Baum mal ein bisschen mittig geschoben, weil der ist doch ein bisschen groß, aber passt trotzdem hier super rein, würde ich mal sagen. Der Baum piekst nicht. Und der Baum piekst nicht. Nee, ist eine Nordmann-Tanne. Ich glaube, nee, meine Eltern, die hatten, glaube ich, mal die andere Tanne. Wir hatten letztes Jahr auch die Hatten andere. wir auch die andere? Ja. Das war so eine richtig pieksige, ne? Ja. Ja. Ich weiß gar nicht, wie die, ja, wie das Modell, wollte ich schon sagen, hier, wie die heißen. Wie das Modell. Du bist Ja. also auch Ja, jobgeschädigt. ich bin So wie jobgeschädigt. wenn ich frage, was ist der Hauptwirkstoff da Richtig. drin? Obwohl es einfach nur um Essen geht. Richtig. Boah, das Ringlicht hier ist richtig praktisch. Es dämmert schon draußen und wir haben einfach mal eine Top-Beleuchtung hier in der Wohnung. Ich weiß nicht, ob ich gerade ein bisschen auf Spannung bin. Aber ich Ah, glaube ich gucke nicht. gerade mal. Wir können ja mal zusammen Es soll gucken. aber auch nicht zu locker sein. Ja, aber das sieht eigentlich ganz gut aus. Wenn ich irgendwas anders legen soll, musst du Bescheid sagen. Jo. Alexa, Tannenbaum an. Boah! Ja, das sieht ja schon mal gut aus. Ja, jetzt kommt die zweite Also der Nadel. untere Teil ist, man sieht die Kabel auch nicht so gut. Das finde ich schon mal sehr gut. Ja. Jetzt kommt die zweite Und da kommt jetzt Lichterkette. die zweite Hälfte noch dran. Genau. Vielleicht finde ich die auch hier in der Kiste. Ich glaube, Das ist das ist sie. er. Die Kerzen lassen wir mal hier drin. Schauen wir mal rein. Die ist auf jeden Fall länger als die jetzige. Das heißt, Das ist gut. wir haben genug Lichterkette. Ich würde mal sagen, der Lichterball, der ist einfach mal heller als. Ja, wir haben zwei verschiedene Farben. Irgendwie ist hier das so weiß und das ist gelb. Ja, es gibt Kaltweiß und es gibt Warmweiß. Ich glaube, das ist der Aber Unterschied. das ist ja Da, eigentlich egal. das ist eigentlich egal. Sieht super cool aus. Also hier auf dem Video fällt das eigentlich kaum auf. Immer noch besser als die Kerzen. Auf jeden Fall. Und dann kommt da eine coole Weihnachtsspitze oben drauf. Auch eine leuchtende. Ja, stimmt. Ich bin mal gespannt, ob die Batterien da drin noch gehen. Auf jeden Fall Vor allem muss die ich, letzten glaube ich, Bäume, die ne? wir hatten, die waren irgendwie immer nur so hoch. Ja. Und jetzt komme ich nicht mehr da oben dran.
Wir spielen das Video gerade einfach rückwärts genau, ab. Genau, wir spielen jetzt das Video einfach mal rückwärts ab. Wir haben uns jetzt dazu entschieden, es gibt einfach keinen Weihnachtsbaum dieses Jahr. Also wir bauen ihn jetzt wieder komplett ab. Nee, Spaß beiseite. Die große Lichterkette kommt, glaube ich, nach unten und die, ja, die kleine, die werden wir dann nach oben packen. Mein Schatz ist... Die kannst du aber jetzt abmachen. Die freut sich. Oh, das ist aber schön. So, der erste Teil ist geschafft. Die zwei Lichterketten, die haben wir jetzt hier am Baum verteilt. Wie? Und jetzt dürfen wir an die Kugeln. Ja. Was haben wir denn da Schönes drin? Ich will aber gar nicht so viele Kugeln reinmachen. Nee. Komm, wir lassen den jetzt einfach so, oder was meint ihr? Nein. Nee? Nein? Nein? Dann schauen wir mal, was wir da drin haben. Die von letztem Jahr. Die von letztem Jahr. Jetzt brauchen wir erstmal die Hängerchen, die Haken. Ich weiß gar nicht, wo die sind. Hm. Vielleicht hier. Welche hast du denn die frohe? Frohes Fest. Sehr schön. Ja, doch hier. Oder? Ja. Nee, doch da. Ja, das ist gut. Perfekt. So, jetzt geht's weiter im Programm. Die sind noch cool, ne? Vom Nico das Rentier. Kannst du dich nicht entscheiden? Nee, nicht wirklich. Man sieht den Wald voller Bäume nicht. Nee. Das war doch richtig, oder? Ich glaube schon. Sieht doch cool aus. Jetzt hängen wir noch die paar braune rein. Aber auch nicht zu viele. Aber auch hinten müssen halt noch mal welche. Genau. Und wir haben noch Zuckerstangen. Oh ja. Dann macht die nicht schon wieder kaputt, ne? Ich glaube, letztes Jahr ist mal einer runtergefallen. Ja. So. Rückseite. Also wir wollen dies ja nicht so viele Kugeln reinmachen. Ja. Perfekt. Und wir holen wieder eine Steckdosenleiste für rechts, oder? Ja, genau. Okay. Das machen wir. Ach, wir hatten ja die Beleuchtung um den Baum rum, ne? Eine Fußbeleuchtung. Achso, ja, aber die machen wir da diesmal nicht hin. Nee. Dieses Mal wird alles anders. Wollen wir hier oben auch Kugeln reinhängen? Ja, ich glaube, da haben wir eine kleine für. Die großen wird dann nicht reinhängen. Genau. Aber ja. Die große kannst du hier... Warte, da. Ja, genau, da. Ja, nee, hoch. Ja, da, genau da. Oh, irgendwie hängt die ein bisschen an den Ast da drüber am besten. Ja. Und schön weit hinten durch, damit das nicht durchhängen kann. Sieh. Der Baum hat einen Hänger. Das Herz? Das kannst du auch da... Was weiter runter? Ja, da. Nee, also weiter rechts. Und ja, da. Aber die Kugel nicht halten wollte. Sieht auch sehr gut aus. Sehr schön. So. Oh, die ist ja auch kaputt. Echt? Ist uns hier runtergefallen? Ach, bestimmt du. Ich habe mal überlegt, ob ich die esse, aber ich glaube, das mache ich lieber nicht. Nee, danach ist halt Diabetes. Mindestens. Jetzt nicht gut für die Zähne. Aber noch Corona, ne? Hä? Ah, der sieht doch mal richtig schön aus. Ich würde sagen, sind fertig. Ja. Und oben drauf noch das, aber da musst du mir helfen. Genau, das kriegen wir hin. Die muss dann jeder, der hier hinkommt, suchen. Also, pst. Schwer zu finden. Total. Die tarnt sich. Guck, sie ist weg. Ich sehe sie schon nicht mehr. Wo ist sie? Was meinst du? Hä?
Mach ich mehr Sekunden, oder? Ja, schon 10 Sekunden Timer. Wie soll ich denn jetzt auf das drauf? Da bin ich ja größer. Bist du runter? Ich glaube, das war nichts. Du musst auf meine Schulter. Die ganze knicken. Das kann ich für das Foto machen, aber ich gehe jetzt nicht auf deine Schulter. Nein. Kommt auch auf YouTube, ne? Jetzt folgt unsere Lieblingsaufgabe, das Verpacken. Sau Sarkasmus, oder? Ja, ich glaube ja. Aber du kannst es besser als ich. Wir sind beide nicht so die Talente, was Einpacken angeht. Moment mal. Ich ein Talent? Nein. Ich habe Passpapier. Hey, geil. Das ist voll cool. Ja. Auf jeden Fall, unser Baum ist doch mal richtig schön geworden, oder? Was meint ihr? Auf jeden Fall scheint er noch richtig frisch zu sein, weil ich musste heute über 1 Liter Wasser nachfüllen. Innerhalb von 24 Stunden. Das ist schon echt ordentlich. Eigentlich kannst du auch mal was machen, ne? Echt? Soll ich auch mal was machen? Ich glaube, nächstes Jahr lassen wir uns was anderes einfallen, ne? Dann nehmen wir kein Geschenkpapier. Ja, eigentlich wollte ich ja jetzt schon, wir wollten eigentlich jetzt schon so Beutel nehmen, aber das wäre irgendwie nicht so in der Sache, wenn wir jetzt das ganze Geschenkpapier wegschmeißen würden. Man kann das jetzt ja noch weil einmal verwenden und dann wegschmeißen. Das hat ja nichts mit nachhaltig zu tun. Und dann ja. Im nächsten Jahr gucken wir halt, dass wir das in irgendwelche Beutel tun und dann nehmen wir die danach wieder mit nach Hause und dann können wir danach das Jahr mitnehmen. Richtig. Und wir haben so Geschenktüten, da können wir die Geschenke dann reintun. Genau. Um die zu transportieren und so. Schau mal gerade noch den Nudeln. Ah, Alexa, stopp. Ich bin das hier kein Ende. Ja. Nur noch 1-2 Minuten. Ich muss jetzt nur mal gucken, ob dieses Biest oder Rebell für Anna und Paul war. Oder Paul. Ich glaube, das hatten die das zu gut halt. Ja. Das Spiel ist so cool. Warum hält man das denn so? Ja, das ist für unsere Patenkinder. Das ist so ein riesiges Labyrinth in dieser Kugel. Genau. Wo eine kleinere Kugel drin ist, die durch das Labyrinth muss. Genau. Und das ist schon echt cool. Man kann die Kugel hier eindocken und dann kann man die da drin bewegen. Und da oben ist quasi das Ziel. Zu sehen. Da geht es quasi darum, die Kugel zu erreichen. Aber das ist ein bisschen magnetisch und. Rebell wollte Paul haben. Das hier ist für Paul? Ja. Wunderbar. Das kann man sich ja merken. Blau ist genau. Paul. Und das hier ist halt eine andere Strecke. Ja. Aber das ist richtig cool. Also man kann das Geschenk auf jeden Fall nicht verheimlichen bei den Geräuschen. Ja, die schütteln das einmal, dann wissen die auch, was da drin richtig. Ist. Machen wir erst für Paul das und dann für Anna. Für ein Ding. Nee. Auspacken macht auch keinen Sinn, ne? Nee. Dass man das ohne. Nee, das macht man ja nicht. Nee, das ist irgendwie auch nichts. Shit. Tja. Ja, Mensch. Das
mal anders geplant. Ich frage mich halt, wo wir das noch reintun können. Aber das ist nicht mehr so nicht, ne? Boah. Du hast einfach eine Mülltüte. Säcke? Ja. Ich glaube, dann müssen wir doch nochmal die Tage los und ja. Zumindest für die beiden Sachen. Gibt's bei Edeka bei uns, ne? Ja. Ja. Aber du kannst schon mal was anderes noch draus holen. Was haben wir denn dann? Dann kippe ich gleich die Nudeln. Naja, immerhin habe ich die schon mal verpackt. Ich muss mal die Nudeln abkippen. Also ich habe auf jeden Fall noch für meine Schwester so Stifte von Edding und ein Mandala-Buch, was sie bekommt, das hat sie sich auf jeden Fall gewünscht. Und es sind irgendwie gar nicht so viele Farben, nur man kann die auch irgendwie miteinander mischen, aber ich habe keine Ahnung, wie es funktioniert. Die Nudeln lasse ich jetzt abkühlen. Hier also passt das, glaube ich, rein. Ja, das soll. Nur, no, aber der Rand. Nee, ich mache das hier so. Okay. 100 Euro. Zum Glück haben wir noch ein paar Tage Zeit bis Weihnachten. Christmas tree, oh Christmas tree, the leaves are so